Okay, weiter geht's. Er hat ja vorhin nur ein kleines Päuschen gemacht und ja, jetzt soll's weitergehen. Was können wir jetzt machen? Wir können jetzt, also ich habe den Laden ja jetzt geöffnet und jetzt können ja quasi alle möglichen Leute rein. Man sieht, wir haben auch schon total viele Kunden. Gut, es wurde jetzt erst gerade mal seit dem letzten Stand eine Minute vergangen. Wenn überhaupt. Ein paar Sekunden. Bis jetzt haben wir nur Erdmännchen und Zebras und Gnus. Also eine ziemlich lahme Parade, wenn man es so sagt, nimmt. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen mehr bauen. Was können wir denn noch für Tiere reinholen? Wir haben auch erst einen Stern. Ich könnte noch Gazellen machen und eine Büffelherde. Dann machen wir mal eine Büffelherde. Dazu brauchen wir erstmal einen Weg. Machen wir gleich ein bisschen dicker. Das. Nee. Nee. Zu dick. Krass. Ja, so dachte ich mir ungefähr. Machen wir erstmal hier schon Fahrt hier durchs Land. Und dann machen wir hier so einen kleinen Weg. Ach, wir machen erstmal den Käfig. Und der Käfig? Also erstmal machen wir. Ach, ich weiß gar nicht, was ich als erstes bauen soll. Ganz aufgeregt. Wir haben ja hier so einen kleinen Palisadenzaun und wir haben ja vorhin in diesem. Ach, diesem Tor. Okay. Wir haben ja vorhin gesehen, dass die auch so Kleinigkeiten schon eingezäunt haben. So könnten wir jetzt zum Beispiel diesen Teil hier einfach mal einzäunen. Das macht dann schon, finde ich, eine Menge aus. Okay, das sieht jetzt nicht so schön aus. Aber so in echt aus, so, ne? Dass die Sachen umgangen werden. So. Hatten wir das jetzt eingezogen? Nee. Ja, das sieht total gut aus. Wie man sieht. Und so, oh Gott. Ja, ich habe noch nicht so oft Sachen umzäunt. Vor allem, wenn da eigentlich nichts ist. Ich habe das eigentlich immer gelassen, aber ich finde das eigentlich eine ganz hübsche Idee. Und oh, scheiße. Ja, wir haben keine neuen Tiere, aber wir haben schon Minus. Fuck, da habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Ja, aber wir haben einen schönen Zaun um die Palmen, damit die Palmen nicht wegrennen. Und, verdammt. Ja, ich glaube, ich habe den Eintritt zu hoch gemacht. Den müssen wir ein bisschen runter machen. Ich habe den auf 5 gesetzt. Wie konnte ich nur? Ja, jetzt können wir erstmal nichts bauen. Jetzt müssen wir einfach hoffen und warten und beten, dass jetzt mal Leute reinkommen. Es kommt keiner. Sind immerhin schon 5 Grad. Minus 8 Grad wieder. Oh. Ja, den Büschen geht's hier gar nicht gut. Die finden das echt uncool, das Wetter, aber was soll ich machen? Ich kann das Wetter ja noch nicht ändern. Ich könnte jetzt hier überall so eine Strahler hinstellen, aber die kosten so viel Geld. Was kosten die eigentlich? Naja, so viel ist das ja auch wieder nicht. Naja, den Tieren geht's wenigstens gut. Vielleicht können wir auch mal ein Tier verkaufen. Mein Zebra ist ja schwanger geworden, ne? Kann man sich die hier eigentlich mal angucken?
Im Wildlife Park 2 habe ich immer gerne am Anfang Schildkröten gezüchtet, weil die immer, weiß ich, die kriegen immer Eier, so 10, 20 Stück auf einmal, und dann habe ich die Eier einfach mal kurzerhand verkauft. Und da Schildkröten einfach so übertrieben lang, oh, jetzt haben wir, wir haben Babys bekommen. Einfach mal so übertrieben alt werden. Guck mal, jetzt laufen hier schon lauter kleine Mini-Zwergviecher rum. Die könnte ich jetzt für 300 Stück verkaufen. Die haben 2 Sterne. Einfach nur aus dem Grund, weil sie Babys sind. Davon verkaufe ich... Oh Gott. Wir haben voll Minus. Shit. Davon verkaufe ich jetzt mal einen. Erdmännchen hat Nachwuchs bekommen. Das hatten wir doch gerade erst. Das werden wohl die sein. Ich habe schon wieder den Fehler gemacht, dass ich den nicht ausgemacht habe. Den Rechner, und einfach laufen lassen habe. Hm. Okay, gut. Verdammt, es kommt keiner. Es kommt einfach keiner. Okay, wir müssen das nochmal. Wir machen das jetzt auf Null. Ja, das ist ein... Das ist umsonst. Dürfen wir umsonst rein. Kommt ein... Ja! Ach, jetzt kommen sie. Shit. Ich muss ja von irgendwas leben. Und ich hoffe einfach mal, dass die jetzt reinkommen und sich irgendwas zu essen kaufen, trinken kaufen. Also eigentlich mehr was zu trinken, oder was anderes geht ja noch nicht. Na. Schaut euch die Tiere an. Hier, wir können den mal hier besuchen. Oh. Das finde ich ganz cool. Also im ersten, zweiten Teil meine ich, also Wildlife Park 2, da wurde nicht so sehr auf die Passanten hier eingegangen. Die haben immer dieselben Sachen angehabt, und wenn es geregnet hat, sind die alle in so ein Häuschen reingerannt, und es hat ständig geregnet. Und ich glaube, das haben sie jetzt besser gemacht, dass die Menschen, die gehen mehr so auf Sachen ein. Und so. Ja. Signal hat gerade gesagt, dass eine Fächerpalme mit Schimmel erkrankt, an Schimmel erkrankt ist. Aber ja, was soll ich machen? Da können wir jetzt nichts dran ändern. Der möchte mehr Parkdeko. Aha. Tja, mehr gibt's nicht. Gibt nur die Parkdeko hier. Hat er Pech. Ich habe jetzt minus 87. Aber ich habe jetzt hier auch schon ein paar Leute. Guck mal, der hat sogar einen Regenschirm rausgeholt. Das finde ich ziemlich cool. Die reagieren halt richtig auf das Wetter, ne? Das ist schon mal echt gut. Ich könnte jetzt die 2 nächsten Erdmännchen verkaufen, damit ich ein bisschen Geld wieder habe. Aber, nee, machen wir nicht. Wir haben mittlerweile wieder 13 Grad, die Blumen blühen. Hier vorne ist immer noch... Ah, die blühen, weil hier ein Wärmestrahler ist. Ja. Den Farn, der findet es mittlerweile richtig gut. Aber die kommen gar nicht klar. Naja, so jetzt. Ist nun mal so jetzt, ne? Kann man nichts machen. Ja, als nächstes möchte ich gerne Büffel reinholen, aber um Büffel reinzuholen, sollten wir schon mindestens 1000 Geld haben. Das haben wir einfach gerade gar nicht. Ja. Ein weiteres Erdmännchen ist schwanger. Also, ja, das Erdweibchen. Die reden gerade, du, kann ich da mal rein? Nein, geh weg. Hallo. Guck mal, der hat noch Wintersachen an und der hat schon T-Shirt und kurze Hosen. Ja, die gehen wirklich gleich aus Wetter ein. Sehr geil. Sehr gut. Ja gut, die Temperaturen sind ja auch sehr wechselhaft. Ne? Da weiß man ja auch, das ist auch schwer, da weiß man einfach nicht, was man anziehen soll, ne? Jetzt ist das hier so ziemlich kaputt. Ich müsste eigentlich einen Gärtner einstellen. Aber ich kann es mir einfach nicht leisten. So, was wollen die denn hier? Denen geht es eigentlich prima, den Leuten. Wir haben auch relativ viele Leute hier. Das muss man ja mal sagen.
ist jetzt einmal mit seiner Besichtigung rum. Und ich könnte echt ein bisschen mehr Deko. Minus? Was? Minus 400? Was? Scheiße. Oh, und laufe alle den langen Weg entlang. Anstatt da lang zu laufen, da hinten zu sein. Kann ich den irgendwie hochheben? Ah. Verdammt. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe echt nicht aufs Geld geachtet. Ich könnte jetzt das hier noch holen. Mein Geldgeschenk. Aber ich dachte, ich hebe mir das auf für eine andere Mission. Vielleicht bis später. Oh Gott. Also kosten die ja nicht Geld? What? Die kosten Geld? Okay, müssen wir die erstmal verkaufen. Scheiße. Gut. Die kosten übertrieben viel. 20 im Monat. 20. Ich habe davon voll viel aufgestellt. Ich hab's ja. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin Wildlife Park 2 gewöhnt und da war das eigentlich kein Problem, da ich ja nie Geldprobleme gehabt. Aber das ist ja heftig. Ja, die Produktion, das ist Dekoration und macht trotzdem Insekten, das ist toll. Ach, das ist ja mies, ey. Ja, und schon haben wir Bonus, ja, 263, wir machen Geld, wir machen Gewinn, das ist geil. Und nur weil die Leute hier auf Klo gehen und so. Das ist super. Ja, jetzt könnten wir uns eigentlich auch einen Gärtner einstellen. Der womöglich nicht so viel Geld kostet. So, vielleicht. Den könnten wir mal hier hinpacken. Kann er sich da so ein bisschen um die Blümchen kümmern. Warum geht's denn nicht gut? Die wollen mehr Parkdeko. Vielleicht stellen wir Parkdeko auf, die nicht keine Monatskosten hat. Vielleicht so ein Totem überall. Totem. Mehr verschiedene Deko wäre natürlich cooler, aber ich hab's hier überall so anstellen. Ein bisschen Deko hinstelle. Das glaube ich. Finden die das toll. Busch verkaufen. Super! Der Park scheint bei den Besuchern anzukommen. Ach echt? Es ist allerdings auch wichtig, dass wir Gewinne erwirtschaften. Nur so können wir sicherstellen, dass sich das Ganze langfristig trägt. Hier dazu mal auf die Statistik. Biogießen? Ich weiß nicht, warum man das nicht selber gemacht hat. Ich hoffe, es macht das. Auf die Statistik sollen wir gehen. Welche Statistik? Da. Du siehst hier schön übersichtlich, in welchen Bereichen wir Gewinne und Verluste erzielt haben. Natürlich führen Einkäufe und Baumaßnahmen immer erst zu Verlusten. Aber was? Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Park langfristig profitabel zu führen. Okay, also eins meiner Erdmännchen ist an Karies erkrankt. Ja, ganz toll. Karies vermehrt sich ja. Die sollten dich also jetzt nicht gegenseitig küssen oder so. Hahaha, kleine Schatz am Rande. Ah, das sind unsere Verluste hier, ne? Krass, jetzt machen wir Gewinn. Oder? Wir machen ganz wenig Gewinn. Wir haben Plus durch Tiere? Hä? Verstehe jetzt nicht. Den Tiere machen? Ach so, weil ich habe vorhin welche verkauft. Verwaltung, nicht 50, Parkeintritt, gar nichts. Hm.
mal jemand verstehen hier. Von was kriegen wir jetzt Bonus? Von wo kommt jetzt Geld rein? Das ist jetzt alles eigentlich nur Ausgaben. Ah. Verstehe ich nicht, die Tabelle. Man also könnte irgendwie zwar Tiere züchten und verkaufen, ja, aber das braucht viel Zeit und Muße. Sinnvoller ist es natürlich, über die Eintrittsgelder sowie den Betrieb der Besuchereinrichtungen Gewinne zu erwirtschaften. Mhm. Ja, wie gesagt, mit den Tieren züchten, das habe ich damals immer gemacht. Wir sollten uns also ein kleines Teilziel stecken. Erweitere doch bitte die Besuchereinrichtungen Waren und Preise so, dass wir hier mit einem kleinen monatlichen Gewinn abschließen. Dazu ist es natürlich wichtig, die Besucher bei Laune zu halten und die Wege auch entlang sämtlicher gebauter Besuchereinrichtungen zu führen. Also wie zum Beispiel diesen Weg hier, den ich jetzt hier gemacht habe, der eigentlich noch ins Nichts führt, den sollte ich vielleicht erstmal abreißen oder ihn erstmal so bauen, dass man ihn nicht da lang kann. Guck mal, jetzt kommt er dann hier rüber. Jetzt kommt die da rüber. Ich weiß auch gar nicht, warum die das ist einfach so drin. Ja, wir laufen einfach mal geradeaus, mal gucken, was da noch kommt. Das tut mir ja leid, Leute, aber ich hab halt da nichts. Da ist halt nichts. Der ist doch gut, der kostet nichts. Den stellen wir hier so auf. Dann kann er sich um den Müll kümmern. Was soll ich mit dem hier machen? Das ist blöd. Den verkaufe ich einfach. Ich kann nichts machen, ich habe kein Geld dafür. Ich kann ja, okay, ich schau mal, ob es vielleicht einen günstigen Arzt gibt. Den hier. Den stellen wir ein. Meine einzige Einnahmequelle ist krank geworden. Okay, also Lavendel kommt hier gar nicht klar. Vielleicht soll ich den den Ding. Damn. Ja, Nachwuchs. Da kloppen sie einfach raus. Zwei Stück nur, schade. Genau, unsere kleine Zuchtstation, also unsere Geldeinnahmequelle. Funktioniert doch erstmal. Verdammt, der ist jetzt 200 wert. Was jetzt? Der Landschaftspfleger hat eine neue Fähigkeit erlernt und kann sie nun einsetzen. Das ist ja toll. Kann er schneller rennen vielleicht. Mann, wieso ist denn dieses kleine Baby so unwertvoll? 200 nur. Na gut, dann lassen wir den halt mal leben. So, warum? Jetzt würde ich gerne ein neues Tier beobachten. Die wollen alle neue Tiere beobachten. Das kann ich aber nicht zulassen, weil ich keine neuen Tiere gerade zur Verfügung habe.
Obwohl, ich könnte das hier bauen. Ich weiß nicht, wie teuer es ist. 150 kostet das Vogelhaus, ne? Das könnte ich wirklich bauen. Ich müsste die Palme verkaufen. Okay, ich sehe gerade, die Zeit sagt, wir müssen erstmal eine Pause einlegen. Ich baue jetzt hier noch dieses Häuschen hin. Eine gute Möglichkeit, um noch mal ein bisschen Geld reinzuholen. Und ja, dann sage ich erstmal Tschüss, wa? Ja. Hast du schon wieder irgendwas erkrankt? Guck mal, jetzt ist Regennetz und die gehen da rein. Geil. Also kommt auf jeden Fall Geld rein. Juti. Ich bin dann mal weg, ne? Ciao.